Willkommen zurück auf dem Kanal und heute zu einem richtig geilen Super League-Spiel. FCZ gegen St. Gallen. Zürich mit einem perfekten Saisonstart auf Platz 1. St. Gallen nur 3 Punkte hinter ihnen, habe ich nicht verfolgt. Weiss ich auch nicht, wie sie spielen, aber wir werden es sehen. Und wir sind drin im Letzi. Das Spiel wird in einer halben Stunde abgelaufen. Nächste Woche wird ganz crazy. Heute geht es jetzt direkt zum Zürich-Match. Nachdem wird IBE gegen Maccabi Haifa kommen. Nach dem Haifa-Match Champions League Quali geht es direkt nach Rom, AS Roma, gegen AC Milan schauen. Und dann drauf, 2 Tage, wird Zürich Basel auswärts kommen. Also heisst jetzt 8 Tage und es werden 4 Vlogs kommen. Also sind gespannt, bleibt hyped, lasst überall Liebe da. Die Südkurve ist fast voll nach dem Red Star-Spiel. Und Auswärtsfans von St. Gallen sind auch am Start. Ich habe sie nie erlebt, ich bin gehyped auf den Match. Aufstellungen werden angezeigt. Zürcher holen alle die Anlüsse. In wenigen Minuten wird das Spiel abgepfiffen. Und St. Galler hat mit einer Regenjacke Choreos SG angemacht. Spieler sind noch innen von noch wenigen Sekunden und das Spiel wird abgepfiffen. Macht das Bild! St. Galler und neben dran Zürcher, die total abgehen. Spiel wird abgepfiffen, St. Galler von rechts nach links. Oh! Oh! Ey, ja, erste Chance, FC Zürich, probiert es zu gestern. Und klar. Ja, erste Chance für St. Gallen. Uiuiuiui, er steht bei St. Gallen, Zürich muss aufpassen. Weg. Oder? Oh oh. Und weg. Unter der Tür. Wow. Und Kurve wieder mit einer Message. St. Galler zündet. Förmlich. Oh oh. Ui, 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 ui. Riesen Chance St. Galler. Zürich fast 0:1. Und der Ball ist nicht. Oh. Ui, ui, ui. Riese Chance, fast 1:0 für Zürich. Oh oh. Und St. Gallen verpasst wieder nur ganz knapp 1:0. Oh, stark! Oi, 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 hoho! Conte ist so stark. Die Kurven komplett am Abgehen. Oh, stark! Oh! Oh! Ui! Oh. Oh, stark, aber. Oh! Oh! Und. Oh! Gerade noch
so weit verteidigt, ganz stark gegräbt. Oh mein Gott. Ey, der von da aus, als wäre er drin gewesen. Riesenschuss. Ja, faul, ja. Stark zurück und oh. Starke Grätsche, stark. Ganz stark zurück und St. Gallen wieder am Finden. Oh, oh. Von der und er ist, riesiger Bock vom Kati, fast ausgenutzt worden von St. Gallen. Jetzt aber gerade noch verteidigt, Zürich kommt immer mehr. Und der Ziggy hat sie. Oh, starker Ball. Und, nein, aber wieder eine zu lange Flanke. Also was der Schiri gerade abgibt hat, ist ein Skandal. Nur Ball und Körper, nicht einmal ein Foul. Noch eine Minute nach der Zeit und dann sind wir auch schon in der Halbzeit angekommen. Und der Brecher und... Hä? Ah. Ups, Foul. Und jetzt kommen sie aneinander. Sie müssen ruhig bleiben, sonst gibt es so unnötig Rote. Schiri hat sie zu sich gerufen und beide egal. Mit Gal der Foko. Katic hat, glaube ich, nicht mal etwas gemacht. Und der Schiri tieft die Halbzeit ab. Erste Hälfte ist durch und es gibt nicht viel zum Sagen, weil Zürich braucht den letzten Pass vor dem Goal. Also sie haben viele Chancen gehabt, aber sie machen sie nicht, weil genau der Pass vor dem Goal fehlt, der letzte. St. Gallen hat ein bisschen weniger Chancen gehabt, so vom Gefühl. Also jetzt auch nicht mehr so im Kopf, obwohl es passiert ist. Aber ich glaube, Zürich wird es machen, allein von der Chance. Und weil die Hälfte abpfiffen. St. Gallen komplett am Zünden. Zürich weist alle Fans im Gästensektor. Oh, nicht. Drehschuss für Zürich aus einer ganz guten Position. Ja. Was eine schlechte Variante. Oh! Riesenchance. Hochball Marquesano. Mit seinen 1,30 Meter fast aufs Goal. Oh! Riesen Chance, neben dem Pfosten vorbei von der Dringsee. Ganz starker Ball, komm über die Seite. Ja, Foul. Und? Oh! Oh ja, nächste Chance. Jetzt muss dann aber fallen, so wie die Druck machen. Zürich und ich was nicht drauf. Ich voll Idiot. Ich werde euch sowieso einblenden. Man wird es da oben sehen. Ein riesen Bude auf der zweiten Reihe. Und sie zünden. Was ein Bude. Und ich was nicht drauf. Will ich irgendjemandem etwas schicken? Ja, okay, er hat ihn auf dem Team verbüßt. Ich will mal ein riesen Bude. Der hat ihn einfach verwünscht, er ist vor der Linie gestanden. Was ein Spiel. Nur zum Geniessen. Und das Spiel ist wieder abgepfiffen. Zürich mit dem 1:0. Das wäre jetzt schade. Für mich bis jetzt der beste Mann auf dem Feld. Was für Bilder! Scheiße, was ein Lauf! Und weg! Nicht!
Nein, so ein Scheiß. Und Fleisch durch St. Gallen, ganz gute Position und weg. Aber wie? Guter Ball. Oh! Riese Chance für die Post mit dem 2-0. Oh! Stopp! Jo! Uiuiui, ganz stark verteidigt. Oh, und drüber. Salber, der muss er in die Mitte spielen eigentlich. Ich weiß so nicht, wer es ist, aber der hat sich zu 1000% den Schein gebrochen. Er kann nicht mehr von allein laufen. Gute Besserung an ihm. Der Konter. Ein schlechter Ball. Und der Bracher hat sie sicher. St. Gallen mit der ersten richtigen Chance in der Hälfte. Oho, schon wieder probiert er es. Hey, aber der wird weit fast schon wieder rein. So gescheit. Genau so hat das Zweite von da aus gesehen. Oh, oh. Ganz komische Szene. Was gibt's jetzt? Ecke? Ganz ehrlich, es hat mir noch Hands vom Ding ausgesehen von Zürich. Aber egal. Das sind einfach nur krasse Fans. Juch! Jeder Verein sollte sich an denen das Vorbild nehmen. Oder an St. Gallen. Oder an Basel in der Super League. Oh, oh! 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 Es passt perfekt! Nein! Hoppala, du was? Offside. Offside, oder? Es ist Offside, oder? Ja, Offside. Jetzt 2-0. Er checkt es zwar noch. Er hat Kondom, oder checkt er nicht mehr? Mal schauen. Hey, das kann es echt nicht sein mit dieser Gecheckerei. Wirklich, seit 2 Minuten. Es ist einfach Offside. Und es ist Offside. 2 Minuten haben sie das gebraucht. Wirklich schlimm. Oh, 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 ey, das hat wirklich streckt aus, rot, sogar von da. Geil. Also für mich muss das gecheckt werden, wie das von da ausgesehen hat. Und der Tor geht zum 1-0, der Okita geht raus. Da noch das Goal. Wunderbar gesehen. Und der Fehler ausgenutzt. Oi, 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 noch 7 Minuten Nachspielzeit. Nochmal Ecke. Und weg. Oh. Und dann aber. Er gibt nochmal Ecke. Sogar der Zügel kommt hier.
jetzt schon in der 2,93 schöpfen. Wenn sie jetzt kontern, dann ist das der 2-0 Sieg. Oh! Ja. St. Gallen 1-1. Nicht einmal sehen wie. Die rasten durch. Und! Warte, er ist am Checken! Vielleicht zählt es noch einmal. Warte mal. Spielstopp. Das wär's jetzt. Die sind am Ausrasten. Und das Goal. Hey, mal schauen, ob es wieder 10 Minuten brauchen. Hey, sorry, aber das kann es nicht sein. Vorher schon 2,5 Minuten und jetzt sind schon seit 4 Minuten oder so am Checken. Und? Und das Goal zählt. Ja, sicher. Ja, sicher. Check doch 4 Minuten für so etwas. Wirklich lächerlich. So lächerlich. 4 Minuten am Checken für das. Bin ich auf den ersten Blick sofort erkennbar, dass der Sivi viel zu krass durchgesprungen ist. Und Spiel wieder abhüpfen. 1-1. St. Gallen. Nochmal in der Schlussphase. Hey, hey, hey. Ja, und ja, sicher! Bitte, Schiri, kannst du rauchen! Hey, so dreckig! Wie kann man so dreckig spielen? Guter Ball! Scharf dreht! Aber nein! Oh! Scharf! Und er pfifft das Spiel ab. Wirklich, also der Schiedsrichter, egal ob man St. Galler oder Zürcher ist, oder Basler oder Hopper, der Schiri, kannst einfach nur rauchen. 1-1 nach 90 Minuten. Und egal wie das Spiel ausgeht, er geht immer zu seinen Ultras abklatschen und bedankt sich für die Leute, die gekommen sind. Das sind die Bilder. Da Zürcher und dann sind St. Galler am Abklatschen. Alle St. Galler mit der Schal draussen. 4-1 unentschieden natürlich wie ein Sieg. Spiel ist abpfiffen. 1-1. Was sollte ich sagen? Kurz gefasst, wenn du als Mannschaft auf der Gegenseite so einen Schiri hast, dann bist du auf Schweizerdeutsch gesagt, dann bist du einfach wirklich der Schiri, die Leistung unterirdisch für mich. Was er pfiffen hat, kann ich nicht verstehen. Und ich bin kein Fan von einer Super League-Mannschaft, aber das ist ein Skandal, wie der pfiffen hat. Bloß dann kommen noch all die Wahrentscheide und die 5 Minuten zum Checken, obwohl es so simpel ist. Also wirklich, das mit dem VAR müssen sie wirklich verbessern. Es ist so einfach grusig, wie du das Spiel kaputt machst, den Sport kaputt machst. Zum Spiel, aber wir sind in der Halbzeit nur fast Zürich gewesen. Und in der Halbzeit jetzt schon, ich hätte niemals gedacht, schon so früh, ist einer zu mir gekommen, nach einem Bild gefragt, einer, wenn du es siehst. Geiler Sieg. Aber ey, ich muss noch lernen, Bilder machen. Wirklich. Das nächste Mal, wenn du mich siehst, rufst du mich. Weil wirklich heute, unser Bild war so gewesen. Aber ey, das ist mein erstes Bild. Also, nach der zweiten, ersten. Eigentlich auch viel Zürich. Wirklich, Zürich hat es verdient gewonnen. St. Gallen 1-1 war ganz komisch gewesen. Vom Okitas 1-0 hat er das Ding ausgenutzt. Der Fehler vom Zigi, der ist ein bisschen zu weit vorne gestanden, hat es ja später auch nochmal probiert, fast geschafft. Und St. Gallen nachher einfach mit einem komischen 1-1, wo meiner Meinung nach nie zählen darf, auch wieder auf den Schiri zurückzuführen. Der Sieg springt viel zu krass in die Zürcherinnen. Er checkt irgendwie 5 Minuten das Goal, zählt trotzdem 1-2, sie rasten komplett aus. Fans von ihnen waren wirklich gut gewesen. Südkurve war, glaube ich, das Beste gewesen. Außer beim Derby damals, das erste Derby, wo ich glaube, war, sind es besser gewesen. Aber heute sind es wirklich krass gewesen, beide. Nichtsdestotrotz sind wir am Ende angekommen. Jetzt starten wir in eine ganz krasse Woche. Heute war Zürich St. Gallen, wie schon am Anfang gesagt. Dann am Dienstag wird es auf Bern gehen. Freitag auf Rom gegen Milano. Und dann nächsten Sonntag auf Basel auswärts gegen Zürich. Also 8 Tage und 4 Vlogs. Lasst Liebe da, lasst ein Like, Comment und Abo da. Wenn euch der Vlog gefallen hat, und bis zum nächsten Mal. Only good vibes, baby, du weißt heute nicht allein, nein. Rechne plus 2, 3 gute Becher.